Grüß euch bei Natürlich gekocht, heute zu unserer Weihnachtsausgabe. Und zwar dreht sich heute alles um die, man riecht ja schon, weihnachtlichen Gewürze. Und ich bin heute da mit der Edith, der Bloggerin und Seminarbäuerin, die heute mit mir ihre geheimsten Keksrezepte machen wird. Und natürlich gibt es von mir auch noch einen ja, punschig hochprozentigen Trunk, den wir dann zu unseren Kekserln genießen werden. Grüß euch bei Natürlich gekocht. Ja, ich habe es heute nicht weit, weil ich bin halt in meiner Heimat unterwegs mit unserem Elektroauto. Heute dreht sich bei uns alles um Weihnachtsgewürze, um Punsch, ja, um die Weihnachtszeit eben. Und da bin ich gespannt, was die Bettina heute für eine Challenge hat für mich. Ja, die Gewürze, die wir im Winter gerne verwenden, sind zwar überhaupt nicht regional, aber es hat sich fast jeder daheim und verbeckt sie gern in Lebkuchen oder in Keksen. Schon 330 nach Christus haben Gewürze zu Kriegen geführt. Sie waren ein absolutes Statussymbol für Macht und für Reichtum. Erst wie die Handelswege kürzer worden sind und es zu mehr und mehr Globalisierung gekommen ist, ist es auch zu einem Preisverfall gekommen. Und rund um das 19. Jahrhundert waren die exotischen Gewürze auch für alle anderen gut leistbar. Sie waren aber auch immer schon eine Medizin. Und daher sollst du heute, Markus, Muskat, Gewürznelke und den Zimt einbauen. Außerdem den vielleicht nicht ganz so bekannten Galgant. Wir wollen uns aber heute auch mit Dörrobst und Gläsern beschäftigen. Auch die sind voll von tollen Inhaltsstoffen. Und ein wärmendes Wintergetränk mit guten Gewürzen brauchen wir auch heute noch von dir. Ja, Bettina, du hast mich wieder fordern heute, gell? Aber ich habe da schon ein super Rezept. Nämlich, ich treffe mich heute im Augut mit der Edith. Die hat einen eigenen Blog, nämlich Kochen und Backen mit Edith. Die hat ganz bestimmt ein paar lässige Keksrezepte für mich. Und da schaue ich jetzt auch noch gleich in den Hofladen vom Augut und werde dort einmal schauen, ob es ein paar Sachen hat für mich, nämlich vielleicht ein bisschen Butter oder Marmelade, die wir dann für die Keksel bestimmt brauchen. Servus, grüß dich. Hi, servus. Du, jetzt bin ich da bei euch im Augut. Ja. Wir haben ja eine spezielle Geschichte heute. Und jetzt haben wir gedacht, die muss man natürlich da bei dir jetzt was mitnehmen. Ja, unbedingt, gern. Und ich habe gesehen, ihr habt da wahnsinnig viele Sachen. Du, wie lange macht ihr das eigentlich da schon bei euch jetzt? Ja, also unser Hofladen, der ist seit 2006 da. Da haben meine Eltern die Direktvermarktung aufgebaut. Und ja, das ist halt unser Leben da. Also ich konnte auch da am Hof weiterarbeiten. Brauche nichts woanders hingehen, wir machen eigentlich alles selber. Wir haben einen kleinen Bauernhof dabei mit Rindviecher, also echte Pinzgauerinnen, nur reinrassige, mit Hörner. Und da wird halt auch alles selber verarbeitet. Also die Milch zu Kas und Butter, das glaube ich, könnte man für die Keks brauchen. Und ja, Fleisch, Frischfleisch, Mama tut gerne Marmelade einkochen. Ja, ein bisschen Schnaps machen, Likör umsetzen, bunt gemischt. Das heißt aber im Prinzip, wahrscheinlich auch ein relativ hoher Energieaufwand. Gell? Wie seid ihr da so unterwegs? Nachhaltigkeit wird euch sicher wichtig sein wahrscheinlich, ne? Wir haben eine große PV-Anlage da. Die erste haben wir 2009 gebaut. Da wird eigentlich der ganze Strom nachher eben für die ganze Produktion alles hergenommen. Der Überschuss, was wir halt nachher haben, wird dann in die Salzburger AG eingespeist. Ich glaube, für die Edith darf ich ein was mitnehmen. Nämlich haben wir auf jeden Fall Butter und Marmeladen, ja, damit sie sich was aussuchen kann. Dann riecht man da was zusammen. Also zum Keksbrochen, Orangenmarmelade gehört Weihnachten einfach dazu. Okay. Einmal ein bisschen was anderes war Holler Zwetschgen. Oh ja, das klingt gut. Ja. Und ein Klassiker, Riebissel. Ja, Riebissel, ja, perfekt. Ja. Dann haben wir da erinnern. Da. Oh ja. Ja. Und den Hollersirup, den darf man auch nicht vergessen. Den haben wir schon angeschaut. Aber du willst dann Beeren, oder? Ja, Holunder-Beeren-Sirup, der ist super. Den schnappen wir uns dazu. Dann habe ich mein Zeug benannt. Dann werde ich jetzt einmal zu Edith schauen und schauen, was die so vorhat mit mir. Super, ein gutes Gelingen. Danke dir. Bitte. Edith, servus. Grüß dich. Markus. Schau, ich habe da jetzt schon was mitgebracht heute für dich. Du, ich habe gehört, du bist Bloggerin. Erzähl mir mal was drüber. Was machst du da so genau? Ja, Bloggerin. Das ist eigentlich ein bisschen aus der Not heraus entstanden, weil ich bin ja eigentlich Seminarbäuerin
Und das hat ein bisschen gebraucht, bis dass das unter die Leute gekommen ist, dass ich eben Kurse mache und dass da jeder kommen darf. Und dann ist der Lockdown gekommen und dann habe ich mir gedacht, so, wie bleibe ich jetzt mit meinen Kursen einfach ein bisschen präsent bei den Leuten. Und dann habe ich ab und zu mehr Rezepte rein ins Internet und das ist dann so gut angekommen, dass daraus eigentlich mein Blog entstanden ist. Das ist nämlich auch mein Stichwort. Ich habe gehört, du hast da so ein bisschen die Geheimrezepte heute. Vielleicht kann ich noch was lernen. Aber ich habe für dich schon einmal so pro forma im Hofladen geshoppt. Ich habe für dich Marmeladen mitgebracht, Bauernbutter und ein bisschen Schnaps, glaube ich, können wir brauchen. Mit was fangen wir an? Wir fangen mit dem Klotzenbrot an. Super, perfekt. Und da dürfen wir gleich die Schnaps raus. Dann starten wir mal gleich los, oder? Sehr gut. Das Wichtigste ist eben, dass man die Fülle am Vorabend schon vorbereitet, damit die gut durchzieht. Und da tun wir uns jetzt die Zutaten einfach schneiden. Also die Klotzen. Die haben wir schon im Wasser gekocht, weil die sind ja getrocknet und ganz trocken, dass sie einfach wieder saftig werden. Die Feigen schneiden und die Arancini ein bisschen fein hacken. Ja. Mir persönlich schmeckt es einfach besser, wenn alles ein bisschen fein gemacht ist, aber nicht zu fein. Aber pickende Geschichte, gell? Ja, aber weißt du, da gebe ich dir einen Tipp. Du kannst das Messer kalt abwaschen, dann ist der Kleber wieder dahin und dann lässt sie sich wieder viel besser schneiden. Und die Rosinen, die nehmen wir so, wie sie Rosinen sind? Die Rosinen nehmen wir so, wie sie sind, die habe ich noch gewaschen. Ah ja, super. Ja, super schaut das aus und rechnet das richtig gut, gell? Jetzt haben wir quasi unsere Mischung zusammengefitzelt, auf gut Deutsch. Jetzt müssen wir das Ganze auch noch würzen. Mit unseren speziellen Gewürzen. Und da holen wir uns jetzt noch eine kurze Info von der Bettina. Der Zimtbaum gehört zu den Lorbeergewächsen und kommt hauptsächlich aus Indien. Verwendet werden können die Wurzel, die Blätter und die Rinde. Der Zimtbaum wird geerntet wie bei uns die Korbweide. Also die jungen Triebe, die werden nach 1 bis 2 Jahren gekappt, die Rinde wird abgezogen, im Halbschatten getrocknet, fermentiert und außer kommt dann die Zimtrinde, so wie wir sie kennen. Und man kann die Rinde oder das pulverisierte Pulver verwenden. Voll von wirklich tollen Inhaltsstoffen, wie das ätherische Öl Eugenol oder auch Gerbstoffe, Polyphenole und Schleimstoffe. Sie reduzieren den Blutzucker in unserem Blut, weil sie die Aufnahme von Glucose in der Zelle fördern. Außerdem senken sie nur den schlechten Cholesterin LDL, wirken vitalisierend, herzstärkend, leberstärkend und auch gegen Erkältungen. Man kann aber das ätherische Öl des Zimts in eine Lotion oder in ein Öl geben und äußerlich auftragen. Das wirkt durchblutungsfördernd bei Muskelschmerzen oder Überanstrengung. Der Muskatbaum gehört zu den Muskatnussgewächsen und er liebt vulkanischen Boden und subtropisches Klima. Der Muskatbaum bildet erst die Blüten aus, danach kommt die Frucht. In der Frucht entsteht der Kern und während des Reifeprozesses wird der Kern sichtbar. Wenn der Kern rausfällt, dann beginnt die Erntezeit. Und diesen Kern umgibt erst noch ein roter Samenmantel, den nennt man auch Muskatblüte. Der wird abgezogen, extra getrocknet und dann auch verkauft. Ist nicht ganz so intensiv im Aroma wie die Muskatnuss. Die Muskatnuss ist voll von tollen ätherischen Ölen wie das Myristicin, das Elimicin, das Safrol oder auch das Eugenol. Und das wirkt verdauungsfördernd, stärkt unser Herz und wirkt desinfizierend. Aber ganz besonders wirkt die Muskatnuss beruhigend und schlaffördernd. So kann man zum Beispiel eine Prise Muskatnuss in eine warme Milch am Abend vor dem Zubettgehen trinken. Kletzen sind Dörrbirnen und werden meist aus Mostbirnen gemacht oder aber von spätreifen, süßen Birnen. Sie brauchen relativ lang beim Dörrprozess. Und auch schon früher in der alten Römerzeit hat man Birnen oder anderes Obst sehr gern gedörrt und hat die Restwärme von einem Holzofen verwendet. Man hat einfach so das Obst winterfest gemacht und so auch die Inhaltsstoffe ein bisschen bewahrt. Außerdem bilden sie ja ganz viel Zucker, so waren sie eine tolle Wegzehrung. Sie sind voll von Ballaststoffen, die toll für unsere Verdauung sind. Sie haben aber auch viel B-Vitamine, die gut für unsere Nerven sind. Das Spurenelement Eisen ist ebenso enthalten, was gut ist für unsere Blutbildung und für die Sauerstoffbildung im Blut. Gläsen oder Dörrobst ist definitiv die gesündeste Naschalternative jetzt in der Vorweihnachtszeit. Gut, jetzt haben wir unsere Sachen alle geschnitten. Jetzt gehen wir ins Gewürzmischung drauf. Oh, das riecht gut. Ja, das riecht total gut. Und was den ganzen
fruchtigen Geschmack ein bisschen unterstützt. Oh, jetzt kommt die Geheimzutat. Ich nehme nämlich keinen Rum, sondern ich nehme einen Schnaps, weil das ist ja viel regionaler als wie Rum. Was man halt daheim hat, einfach nicht mehr. Gut vermischen nochmal. Gibt dem Ganzen auch ein bisschen Feuchtigkeit. Und dann ist wichtig, dass man es zudeckt und wirklich über Nacht gut durchzieht. Dass das richtig durchzieht. Und so schaut das jetzt quasi aus, wenn das schon einmal eine Nacht gestanden ist. Genau. Und wenn es da auffällt, die Nussen habe ich noch nicht dazu da. Weil wenn ich jetzt die Nussen dazu tue, dann nehmen die natürlich auch den Geschmack vom Zimt und vom Kardamom und so. Und das will man ja nicht. Man will ja einen Eigengeschmack von den Nüssen einfach kalten. Und jetzt tun wir jetzt noch die Nüsse dazu. Also ich tue das jetzt schon wieder mit, so mit dem Löffel. Das war für mich schon super. Ja? Ja, ich brauche jetzt das gar nicht in Brotform. Ich darf das gleich schon waschen. Jetzt bauen wir unseren Teig auch noch. Die zweite Komponente. Jetzt sehe ich da bei dir schon, du hast da drei verschiedene Sorten Mehl drinnen. Was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist, Markus, dass ich sehr regional einkaufe. Ich habe jetzt ein Roggenmehl von der Lerchenmühle und ein Dinkelmehl, das wächst bei mir in Solfen. Komplett vor der Haustür einfach. Und darum habe ich das Weizenmehl einfach durch Dinkelmehl ersetzt. Super. Vom Geschmack her, im Klotzenbrot kennt man jetzt nicht wirklich. Sonst ist der Dinkel vom Geschmack her schon ein bisschen nussiger. Also die drei Mehle haben wir in der Schüssel. Die rühren wir uns jetzt einfach ein bisschen durch. Dann bräseln wir uns einen Germ dazu. Dann ein kleines bisschen Brotgewürz. Das ist einfach Kümmel, Koriander. Ich habe da jetzt eine Buttermilch mit ein bisschen heißem Wasser vermischt, also dass es nicht lauwarm ist. Und die Buttermilch bewirkt im Teig, in dem wir ja keinen Sauerteig drin haben, dass der Brotteig ein bisschen säuerlich schmeckt. Und die Buttermilch gibt dem Ganzen auch ein bisschen mehr Feuchtigkeit, sage ich jetzt einmal, als wenn ich nur Wasser hernehme. Es bleibt länger saftig. Und wenn er dann richtig schön benannt ist, dann hole ich ihn raus. Da habe ich aber meine Teigkarte in der Hand. Das ist wie so eine Verlängerung von meiner Hand. Und weil es ja meistens ist, dass unter dem Brot Teigkneten wer anwirft, habe ich wenigstens einen halbwegs. Ja, teigfreie Hand. Und so wie er jetzt ist, da haben wir ihn in so eine Schüssel rein, eine Decke drauf und dann eine Stunde gehen lassen. Jetzt haben wir eigentlich unseren Teig eine Stunde gehen lassen. Das heißt, der schaut jetzt wie aus. Sag her, lüfte das Geheimnis. Oh, schaut super aus. Also der hat jetzt im Prinzip richtig schön gearbeitet. Ja. So, und da darf man jetzt eben nicht vergessen, dass wir uns wirklich ein gutes Drittel für die Ummantelung auf Zeit tun. Ja. Und das tun wir uns dabei da. Zudecken. Okay. Den Rest tun wir jetzt mit der Fülle verkneten. Und jetzt tun wir das gleich so ein bisschen länger formen, weil dann kann ich es gleich in der Mitte auseinanderstechen. Dann habe ich gleich zwei Strutzen. Und bei uns im Pinzgau ist eigentlich der Strutzen. Gell? Also ich habe eigentlich noch nie einen Lorb. Einen Klotzenlorb gesehen. So, jetzt habe ich ihn fertig ausgerollt. Schauen wir mal, ob er passt. Wichtig ist jetzt, weil er ist ja ganz trocken, dass wir ihn ein bisschen einpinseln. Das ist ja perfekt, ein Vorzeigestück, ja. Wahnsinn. Ja, schaut echt gut aus. Und damit er ins Herz nicht reißt beim Backen, ist es aber gut, wenn man ein bisschen einsticht mit einer Gabel. Okay, dass quasi die Luft aussehen mag. So, ich glaube, das passt so, oder? Passt gut. Schaut richtig gut aus. Ja. Jetzt muss man nur sagen, wie das mit deinem Brotstempel funktioniert. Und dann in den Ofen, oder? Genau. Wichtig ist, dass man zuerst die Strutzen gehen lässt und kurz vor dem Einrühren-Ofen eben erst eindruckt, weil sonst bleibt man das Muster nicht drin. Und da darf man wirklich schön gut eindrucken. Boah,
Okay, ja. Also richtig weit. Ja, schon. So, dann um mit den Burschen. So, und da habe ich jetzt auch noch einen Energiesporttipp für euch daheim. Und zwar, ganz wichtig, versucht Umluft zu verwenden. Das ist ganz wichtig, weil da spart man natürlich bis zu 20% Energie. Ich spare mir intensives Aufheizen, habe eine bessere Luftzirkulation und das kann euch dann wirklich beim Sparen helfen. Und das ist natürlich auch für das Gargut ganz wichtig, weil wir eine gleichmäßigere Hitzeverteilung haben. Und für mehr Energiespartipps von der Salzburg AG einfach die Alexa fragen. Und der Bediene am Wunsch werden wir natürlich jetzt nachkommen. Das heißt, wir brauchen ein winterliches Heißgetränk und da machen wir uns jetzt so eine schöne Punschpole Glühwein. Klingt gut. Ja, da starten wir jetzt gleich mal rein mit einem ordentlichen Rotwein. Als nächstes kannst du, weil der Rotwein da aufstoßt, aufkocht, die Kletzen, halb ja, oder ich würde sagen Vierteln damals, ja, da links. Ja, die können wir dann da schon dazu reingeben und natürlich auch ein bisschen was von unserem winterlichen Punschgewürz. Und da drinnen haben wir jetzt ja richtig diese typisch winterlichen Gewürze und unter anderem auch die Nelke. Und da erzählt uns die Bettina jetzt gleich noch was dazu. Die Gewürznelke gehört zu den Myrtengewächsen. Sie stammt ursprünglich aus Indonesien. Verwendet werden die Blütenknospen. Ein kleiner Test, wenn man die in ein Glas Wasser gibt und sie zu Boden sinken, dann sind sie voll von ätherischen Ölen und noch frisch. Wenn sie aber an der Wasseroberfläche schwimmen, dann sind sie schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Die enthaltenen Inhaltsstoffe sind das ätherische Öl Eugenol, aber auch die Ellagsäure, Kämpferol oder auch Gerbstoffe. Sie alle wirken super verdauungsfördernd, helfen uns bei Durchfall oder Blähungen, fördern die Fettverbrennung, wirken aber auch desinfizierend und schmerzstillend. So kann man zum Beispiel ein ätherisches Öl von der Nelke direkt auf eine schmerzende Stelle bei Zahnweh geben. Oder man stellt selbst eine Tinktur her, indem man diese Blütenknospen, die Gewürznelken mit einem Nudelwalker anquetscht und in Alkohol ansetzt und für 3 Wochen ziehen lässt. So habe ich ein Zahnschmerzmittel, aber auch Würzmittel. So, jetzt magst du eigentlich im Prinzip unsere Plätzchen einschmeißen. Genau. Die lassen wir jetzt da drin ein bisschen mitziehen, dass die den Geschmack abgeben. Ja, wunderbar. Und dann können wir schon mal ein bisschen zurückschalten. Jetzt gießen wir das Ganze auf mit unserem Apfelsaft, damit das diesen, ja, so ein bisschen punschigen Charakter kriegt. Und jetzt zum Schluss natürlich auch noch mit unserem Holunderbeerensirup, der dem Ganzen dann natürlich noch so richtig eigene Noten gibt. Mhm. Du siehst, das hat jetzt so leicht so eine punschtrübe Farbe ein bisschen. Probieren wir mal. Oh ja, das war gefährlich. Edith Kekseltheim. Gewürzkekse machen wir jetzt. Was müssen wir da als allererstes einmal angehen? Als erstes brauchen wir weiche Butter. Oh, weiche Butter. Da habe ich gleich einmal einen Energiesporttipp für euch. Und zwar Butter immer vorher rausstellen, ja, damit sie schon Zimmertemperatur hat. Und wenn ihr richtig Energie sparen wollt, dann lasst den Mixer weg und knetet mit der Hand. Nein, aber ganz im Ernst, also für die wirklich sinnvollen Energiesporttipps auch vielleicht einmal die Alexa fragen. So, wir haben jetzt die weiche Butter, Markus. Da habe ich einen braunen Zucker und einen weißen Zucker. Ein bisschen ein Schlagobers dazu. Einen Dotter. Schau, wie schön gekriegt der ist. Ein bisschen eine Zitronenschale und ein bisschen Orangenschale. Und da haben wir unsere Gewürze und einen Galgant. Galgant. Und da hören wir uns jetzt einmal gleich an, was die Bettina für eine Info hat für uns. Der Galgant gehört zu den Ingwergewächsen. Stammt aus Südchina, aber auch aus Indonesien. Verwendet wird die Wurzel getrocknet oder auch frisch. Sie schmeckt süßlich scharf. Überall dort, wo der Ingwer seinen Platz in den Speisen findet, kann man auch den Galgant verwenden. Schon im Mittelalter ist der Galgant zu uns nach Europa gekommen und die Hildegard von Bingen hat die Pflanze entdeckt. Sie war super begeistert und hat den guten Ruf von dieser Pflanze gleich überall verbreitet.
Wenn man täglich einen Teelöffel von getrockneten Galgant oder auch frischen Galgant verwendet, kann man einfach aufkeimende Erkältungen schon mal abfangen, das Immunsystem aufbauen, aber auch die Leber stärken, das Herz stärken. Und in der Volksheilkunde wird er gern bei Atemwegserkrankungen und Husten verwendet. Verantwortlich dafür sind die Inhaltsstoffe, und zwar das ätherische Öl Sineol, aber auch die Harze wie Galangol oder Alpinol. Außerdem wird dem Galgant auch noch eine stark aphrodisierende Wirkung nachgesagt. So, jetzt haben wir das alles schön cremig aufgemixt. Und jetzt kommt's mal dazu. Und ein bisschen Backpulver. So. Und nachher tun wir ihn auf die Arbeitsflächen her und dann mit den Händen fertig kneten. Und jetzt auch? Ich muss einmal probieren, weil ich bin ein alter Tagnoscher. Was sagst du? Gut. Gut. Dann tun wir den jetzt noch eine Stunde kalt stellen. Genau. Und dann können wir Keksel machen. Dann können wir Keksel machen. Nach einer Stunde kühl stellen lässt sich der Tag einfach viel besser verarbeiten, weil der Butter wieder ein bisschen anzieht und dann lässt er sich gut ausrollen. Und da habe ich jetzt einen kleinen Geheimtipp. Man kann ein paar Mandeln hinstrahlen und einen Tagen da drauf ausrollen, weil dann hat man also ein bisschen einen Knusper-Effekt. Das ist eine super Idee. Ja? Und beim Teig ist es auch wichtig, dass man nicht so große Teile ausrollt, wenn eine Butter drin ist, weil dann wärst du ja warm und nachher fängt er zum Picken an. Auf der hier mal anfangen zu stechen, oder? Ja, die passt halt ganz genau. Sternlein, oder? Ja. Schneeflocke. Ja, Schneeflocke. Zack, und dann gleich auch versetzen, oder? Genau. Fertig ausgestochen, einmal voll, überheben wir gleich einmal. Jetzt kommen die ins Rohr bei 170 Grad, ca. 10 bis 12 Minuten. Sie sollen schön hellbraun sein. Super, perfekt. Ich mache da auf. Ja. So, schaut gut aus. Da die auch Brot fertig, Kekse noch füllen. Ja, ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen. Unser Plätzchenbrot, unsere Keksal, die werden wir jetzt gleich verkosten und unseren Wunsch. Edith, danke für den Einblick in deine geheimen Rezepte. Gerne. Ja, und das werden sicher ganz viel ausprobieren. Und ich würde sagen, wir probieren jetzt auch was aus. Nämlich unseren Wunsch. Prost. Und werden wir unsere Keksal verkosten. Niemals. Und somit Marmelade. Wünsche ich frohe Weihnachten. Ja, Markus. So, wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben Punsch. Es ist weihnachtlich, extrem weihnachtlich eigentlich. Ja. Gell? Also Weihnachten kann kommen. Und wenn es euch genauso gut gefallen hat wie uns selber, dann könnt ihr euch da natürlich noch weitere Sendungen anschauen. Zum Wohl.